Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Coral Island. So, hoffentlich ist der Hühnerstall fertig, hoffentlich sind die Sonnenblumen fertig, hoffentlich ist alles fertig. Heute findet ein Fest statt, vielleicht sollte ich es mir ansehen. Ach, das Müllreinigungsfest, ne? Ah. Das heißt, heute kann ich auch nicht shoppen gehen. Ja, die Sonnenblumen sind fertig, komm und jetzt Glück haben. Yes! Yes, die nächste Opfergabe. Oh, ist das schön. Noch doppelt die Ernte. So, einmal andersrum gießen. Und hier gibt es auch noch was. Ach, schön. Aber die Tomaten sind immer noch nicht fertig. Und wenn die jetzt morgen nicht fertig sind, dann habe ich echt gelitten. Der Hühnerstall ist fertig. Ja, nice. Leider noch kein Huhn drin. Aber wir sehen mal den Hühnerstall. Wahrscheinlich kann ich heute auch keinen Huhn kaufen, weil ab 9 Uhr beginnt das Event. Ach, das ist doch alles zum Mäusemelken. Aber jetzt hole ich mir erstmal das, was ich mir verdient habe. Nämlich hier mein Bonus. Tomatensamen freigeschaltet. What? Okay. Was ist das hier? Von allen Produkten einmal. Einfaches Kochen. Monsterbeute. Na, davon kann ich aber was liefern. Kommen wir zum Ausblick? Okay. Das ist auch neu. Ja, Tomatensamen leider nur für den Sommer gedacht, ne? Wächst in 10 Tagen. So, warte mal, ich hatte ja jetzt... Davon habe ich nur einseitiges Fell? Oh Mann. Monster-Essenz habe ich und das habe ich. Das kann ich schon mal spenden gehen. Den Rest brauche ich dann schon mal nicht mehr. Ist ja auch Sachen, die ich dann verkaufen kann, wo ich dann wieder Platz im Inventar habe. So. Ist zwar nicht viel, aber es ist jedenfalls etwas. Aber merken, ne? So, wir gucken, ob der Farmer auf hat oder ob er geschlossen hat wegen dem Event. Closed. Kann nur mir passieren so. Ja, ich kann auch mal hier gießen, aber... Aber hey, ich habe einen Hühnerstall. Ich habe keinen Huhn, aber ich habe einen Hühnerstall. Das möchte ich mal anmerken, ne? Macht mir das erstmal nach. Gut, ihr kauft euch einen Hühnerstall und holt euch keinen Huhn. Aber... Strandreinigung beginnen? Ja.
Beach Cleanup Festival. Landreinigungsfestival. Ich klicke hier einfach nur mal schnell durch, um die Freundschaft hochzubringen. Okay, hier habe ich schon halbes Herz. Beach Shack. Da ist der Shop. Alice. Ich habe halt keine Strandklamotten, ne? Also hätte ich mir vielleicht mal kaufen sollen. Paul. Erika. Lieber. Ich wette, ich kann mehr Müll sammeln als du. Juri, Archi, Valentina, Anne, Karen, Pufferfish. So, Ling, Betty. Sind so viele. Also, das ist wirklich etwas, wo man hier mal hervorheben muss. Wirklich krasse Leistung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hinter diesem Team hier stecken. Aber sich dann rein theoretisch für alle diese Charaktere eine Story ausdenken, weil man ja anscheinend mit allen irgendwie sich befreunden kann. Ah, Lea habe ich noch nicht kennengelernt. Nein, ich kann ihn nicht fangen, schade. Wäre ja cool gewesen, wenn man die noch fangen könnte, ne? Ich glaube hier, euch habe ich noch vergessen, ne? Alia und Shem. Ja, stimmt. Luke habe ich, glaube ich, auch vergessen. Was haben wir hier? Hier haben wir den Shop. Oh, Bronzeseetank im Angebot. Och, Recycling. Schrottvogelscheuche. Ich habe mir ja selber Strandkugel. Ein Artefakt habe ich schon. Eine Batterie. Ich kann Batterien kaufen. Das ist ja schön. Eins, zwei. Zwei Batterien kaufe ich mal. Das ist ja praktisch. Die Batterie, die kaufe ich. Einkaufen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was sind das für Preise? Hier wird sortiert. Wo war denn hier der Event? War doch auch irgendwo sowas, wo sie da am Schwimmen waren. Ist das hier gewesen? Nein. Ich will das Fest nicht verlassen. Und hier verlasse ich das Fest. Bist du sicher, dass du mit dem Hauptereignis beginnen willst? Noch Zeit, lustige Spiele auszuprobieren. Ich habe ja gar kein lustiges Spiel gefunden. Ach, da wäre die Registrierung gewesen. Wer packt das mitten ins Wasser, bitteschön?
Wo bin ich dazwischen? Da bin ich. Ling, was willst du? Hallo, Truppe. Danke, dass du uns hilfst. Jetzt ist dieser Ort weitaus sauberer. Lass uns das doch mit den anderen feiern. Tauziehen starten. Keine Ahnung, wie es geht. Oh. Das gibt's doch nicht. Die sind gut gewesen. Okay. Komm her. Ah, guck mal, was die an Kraft haben. Nee. Die haben eine Ausdauer, das ist ja krass. Ich guck nochmal nach den Regeln ganz kurz. Belohnungen. Wenn ich gewinne, 3 Seile. Aber es gibt keine Regeln, ne? Krass! Habt ihr es schon mal geschafft? Tut mir auch meinen Finger weh. Das Fest ist bereits zu Ende. Okay. Ich muss erst hier das Fest verlassen. Ja. Was denn? Wenn ich den Teleporterstein benutzen möchte, ist das Fest für mich auch zu Ende. Ach so, man ist dann natürlich zu Hause, klar. Logisch. Falsch gedacht. Geh zu Bett. Und jetzt gib mir die Tomaten. Wo war das jetzt? Würde wieder nicht gesagt, ne? Oh, das ist schön, ich muss nicht. Paprika sind. Ich hatte gar keine Tomaten. Oh Mann. Das ist ja umso deprimierender. Beziehungsweise, das hier sind wahrscheinlich dann die Tomaten. Naja, nun gut. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe rechtzeitig alles gepflanzt. Ich habe extra auf den Kalender geguckt und... Also ich fühle mich gegebenenfalls jetzt hier von dem Spiel ein bisschen auf den Arm genommen. Aber so ist das Spiel halt immer zu einem, ne? Hart, aber ungerecht. So. Perfekt. So,
die Batterie packen wir auch mal rüber. Brauchen wir ja später mal. Okay, dann haben wir das. Achso. So. Hier noch rein. Ist hier wieder rüber. So. Können noch sortieren machen, ne? Schon sieht das wieder besser aus. Ich könnte das Heu rausholen und schon mal das Heu reinpacken. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist nämlich das Futter für die Hühner. Ich habe kein eingelagertes Heu. Boah, das wird ja... jetzt nicht euer Ernst. Ich brauche echt erst eine Scheune oder sowas, dass ich das da... Ja, gut. Du machst nicht um 8 auf, sondern wahrscheinlich um 9, ne? Nein, ist schon offen. Juhu! Ich kann mir meinen Huhn holen. Schaf. Kann ich mir holen, aber naja, egal. Ein Huhn. Ja. Ernsthaft? Jetzt muss ich dem schon wieder einen Namen geben. So die erste, die mir gerade so einfällt. Weil ich das jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatte. Moment. Einen Namen geben. Ich sage Dreambird. Bestätigen. Ah, jetzt hat er Zufall gemacht. Weil ich jetzt noch einen Huhn nehme... Melon. Okay, machen wir es erstmal so. Das waren jetzt 2 Hühner. Das sollte jetzt erstmal reichen. Ich weiß nicht, ob noch andere Sachen außer Hühner kommen. Und ich möchte nicht hier eine 5000 Hühnerstelle bauen. So, gucken wir uns mal unsere Hühner an. Okay, mehr kann ich nicht machen. Kann dann nur sehen, so sieht's aus. Okay. Wo ich dann die Eier finde, das ist noch unbekannt. Und die Hühner sehen irgendwie aus, als ob sie auf irgendwelchen Substanzen wären. Gut. Ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt Richtung Händler. Ich glaube, so schneller, ja. Cool wäre, wenn man das Huhn hier auch abgeben könnte. So von wegen, hey, hier, ich habe einen Huhn. Bitteschön. Nimm mal. So. Hat er jetzt offen? Yes. Ah, wurde ja auch mal Zeit. Ofen, Küchenmesser, Gewürzset, Mixer, Griller, Gusspfanne... Topf. Ich glaube, ich brauchte für die Steinsuppe einen Topf. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Deswegen nehmen wir den Topf. Jetzt bin ich schon wieder was pleite. Egal. Das war es mir wert, liebe Leute. Das war es mir definitiv wert.
Dann schauen wir jetzt mal, ob wir jetzt endlich die Steinsuppe kochen können. Die Steinsuppe. Und was die an Ausdauer bringt. Weil Steine habe ich genügend. Und Steine kriege ich immer wieder genügend. Okay, alle essbaren Zutaten. Okay. So kann ich die Anzahl erhöhen? Okay. Ich koche einfach mal. Habe ich damit jetzt meinen Kochskill verbessert oder? Gibt es so einen Skill? Nahrungssuche, Bergbau, Tauchen, Fangen, Angeln, Kampf. Nö. 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 Hat mich jetzt nicht einen Schritt weitergebracht bei irgendetwas. Außer es kommt noch. Da frage ich mich, wie ich an die Rezepte rankomme. So, hat die Suppe mir jetzt wirklich was gebracht oder nicht? 30, 60. Ja gut, ein bisschen mehr bringt sie mir schon. Also wenn ich das jetzt hier mit irgendwas verarbeite, das 25 bringt. Zum Glück habe ich nicht das Yamu verwendet. Plus 100 extra Ausdauer. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Aber das können wir in der nächsten Folge verwenden. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.